Hallo, liebe Zuschauer und vor allem ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer von Volume Nummer 5 Jesuanji stellt Let's Player vor. Ja, der 24.10. ist vorbei, das heißt die Bewerbungsrunde ist abgeschlossen und keine weiteren Bewerbungen können eingereicht werden. Wir haben insgesamt in diesen zwei Wochen 98 Bewerbungen gesammelt. Das ist Wahnsinn, sowas hatten wir noch nie. So eine Riesenaktivität ist zum ersten Mal aufgetreten und dementsprechend wird es auch ein riesiger Aufwand. Wie wird es jetzt weitergehen, fragt ihr euch sicherlich. Weitergehen wird es jetzt mit einem Voting. Und voten könnt ihr ab sofort. Und das werde ich euch jetzt mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Ihr geht in der Navigation auf Jesuanji, auf Vorstellung und auf Voting oder ihr geht einfach auf der Vorstellungsseite direkt auf diesen kleinen Schalter und kommt direkt zum Voting. Da seht ihr, okay, alle Bewerbungen wurden eingeteilt in 6 Gruppen. Und zwar habe ich gestern die ganze Nacht da gesessen und habe die Bewerbungen eingeteilt in 6 Gruppen, die auf die Seite eingebunden und versucht da noch relativ gut die Grenze zu ziehen und fair zu bleiben. Und ich werde euch jetzt natürlich nicht sagen, bei welchen Zahlen ich genau die Grenze gezogen habe, denn das kennen wir schon aus vorhergehenden Staffeln. Dann wird wieder rumgemeckert, warum hast du nicht da die Grenze gezogen, warum bin ich nicht da noch mit drin, dann wäre ich vielleicht noch gewählt worden, wie auch immer, whatever. Deswegen, Beschwerden könnt ihr behalten, ich werde an dieser Gruppierung nichts mehr ändern. So, wie läuft die ganze Sache ab? Das Voting läuft bis zum 1. November, das ist ein Dienstag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist definitiv ein Dienstag und zwar genau in einer Woche. Und bis dahin könnt ihr voten, liebe Zuschauer, natürlich auch, liebe Teilnehmer. Voten könnt ihr wie folgt. Ihr klickt einfach auf diejenige Gruppe, die euch interessiert. Am besten klickt ihr euch wirklich mal durch alle Gruppen durch und schaut mal in die Gruppen rein. Wenn ihr auf eine Gruppe geklickt habt, werdet ihr direkt weitergeleitet zu, wenn es denn mal lädt, es sind sehr viele Bewerbungen in Gruppe 1. Dann werdet ihr direkt weitergeleitet zu den ganzen Bewerbungen und könnt euch die direkt hier angucken. Entweder indem ihr hier draufklickt, ihr könnt natürlich auch hier auf den kleinen Schalter drücken, dann gehen die in einem neuen Fenster auf und dann könnt ihr euch das gemütlich angucken und eurem Favoriten einen Daumen hoch geben. Hier kommt ihr dann wieder zurück zu der Übersicht und könnt die nächste Gruppe anklicken. Ja, wie wird die ganze Sache aussehen? Aus Gruppe 1 werden jeweils 2 Kanäle vorgestellt, aus Gruppe 2 werden auch 2 Kanäle vorgestellt, aus Gruppe 3 auch 2 Kanäle, aus Gruppe 4 ebenfalls 2 Kanäle, aus Gruppe 5 und aus Gruppe 6 wird jeweils nur ein Kanal vorgestellt werden. Liegt einfach daran, dass Gruppe 5 und Gruppe 6 die kleinsten Gruppen sind. Wenn ich mal in Gruppe 6 reingucke, dann sehe ich, dass hier nur 2 Bewerber drin sind. Wäre doch ein bisschen komisch, wenn da auch 2 vorgestellt werden würden, oder? Also wird aus Gruppe 5 und aus Gruppe 6 jeweils nur ein Kanal vorgestellt. Ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit, liebe Teilnehmer, für euch ein kleines bisschen Werbung zu machen und zu sagen, hey, ich habe hier eine Bewerbung für einen Wettbewerb und der läuft gerade noch. Ihr könnt ja mal gucken, wenn euch die Sachen gefallen, die ich hochlade, dann bewertet doch mein Video mit einem grünen Daumen. Also so ein kleines bisschen Werbung ist erlaubt. Ihr dürft jetzt natürlich nicht hier irgendwo auf Game One gehen und sagen, hey, ja, ganz Deutschland soll mich sehen, klickt bei mir auf den grünen Daumen und ihr bekommt alle Geld. Also, sowas läuft nicht. Legale Methoden bitte und in der Verhältnismäßigkeit des Wettbewerbs bleiben. Ihr müsst bedenken, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand in Gruppe 4 Werbung macht, das viel weitreichendere Auswirkungen haben kann, als wenn jemand in Gruppe 1 Werbung macht, weil in Gruppe 1 selbstverständlich diejenigen sind, die am wenigsten Abonnenten und damit auch am wenigsten Reichweite haben. In Gruppe 4 sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Also bleibt da auch ein bisschen fair, obwohl ihr natürlich gruppenspezifisch euch auch noch... ja, im Grunde betrifft es ja Gruppe 1 nicht, wenn Gruppe 4 Werbung macht, aber trotzdem bleibt da mal so ein bisschen im Rahmen des, Nötigen und des Notwendigen und bleibt auch ein bisschen fair. Also keine Bots und solche Späße. Nur, dass das mal klar ist. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wenn es Fragen gibt, wenn ich irgendwas vergessen habe zu sagen, immer in die Kommentare damit oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Sollte ich ein Bewerbungsvideo vergessen haben, solltest du in keiner dieser Gruppen dein Bewerbungsvideo finden, dann schreib mir doch bitte eine persönliche Nachricht und ich werde dann dein Bewerbungsvideo noch in der jeweiligen Gruppe hinzufügen. So, ich denke, das war's eigentlich. Bei Fragen in die Kommentare und
dann freue ich mich auf ein spannendes Voting, auf eine spannende Woche. Und dann hören wir uns wieder, wenn ich mit der ersten Kanalvorstellung und der ersten Kanalanalyse vor allem anfange. Bis dahin, ich bin Jesuanji, viel Glück an alle und tschüss.